06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Torben Dieters in 120 Minuten gegen Paderborn. Am Ende ist es ein 4:3. Du warst 60 Minuten dabei, durftest 60 Minuten zuschauen. Wie würdest du es am Ende bewerten? Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive Trainingseinheit. Wir mussten sehr, sehr viel laufen. Wir wollten natürlich auch Paderborn irgendwie vor Aufgaben stellen, auch vorne vor allen Dingen, mit auch teilweise Pressing auflösen. Wir wollten nicht nur hinterherlaufen, wir wollten selber im Ballbesitz bleiben und Chancen erarbeiten. Und ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Die Paderborner waren brutal effektiv. Ich glaube, die sind dreimal vors Tor gekommen und 3 Tore gemacht. Wir hätten vielleicht auch das eine andere Chance noch ein bisschen besser herausspielen können, aber im Endeffekt, glaube ich, war es auch zu Beginn der Vorbereitung ein sehr, sehr guter Test. Wir haben alle sehr viel gelaufen, gerade schon mit den Jungs gesprochen, alle sehr kaputt, wir merken unseren Körper jetzt schon. Aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt noch ein bisschen was vor uns, aber ich glaube, für heute war es auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner und ordentlicher Test. Du sprichst es an, es ist früh in der Vorbereitung, es war jetzt der erste richtig wirkliche Testspielgegner für euch. Kann man schon bemessen, ob man an einem guten Punkt ist gerade? Zumindest glaube ich auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir wissen, dass da auf jeden Fall noch Potenzial nach oben ist und dass wir es auch noch ausschöpfen müssen. Aber wenn man auch sieht, wie wir im Training uns verhalten, wie alle versuchen irgendwie mitzuziehen, jeder versucht sich da irgendwie in den Fokus zu spielen, trotzdem sehr mannschaftsdienlich alle sind, dann wie gesagt heute einen guten Test gemacht. Deswegen, wenn wir da die Linie, die wir verfolgen, treu bleiben, sind wir glaube ich auf einem sehr, sehr guten Weg, dahin zu kommen, wo wir im Endeffekt hinwollen. Sascha Hillmann, 120 Minuten gegen einen, ich glaube, sehr guten Zweitligisten, am Ende 4:3. Wie würdest du es jetzt so kurz nach Schlusspfiff bewerten? Ja, natürlich schon ein sehr, sehr guter Test für uns, muss ich wirklich sagen, gegen einen sehr guten Zweitligisten, wie du es gesagt hast. Letztes Jahr lange um den Aufstieg gespielt und wir mussten heute schon an die Grenzen rangehen, sehr viele Zweikämpfe geführt. Man hat gemerkt, dass wir uns gerade, was das Umschaltspiel betrifft, verbessern müssen. Man hat gemerkt, dass wir da noch ein paar Abläufe verbessern müssen. Also eigentlich wie so ein Vorbereitungsspiel sein soll. Was waren so die Inhalte, die den Jungs für heute mit auf den Weg gegeben hast? Und was hast du gesehen? Was sind deine Erkenntnisse? Ja, die Inhalte waren natürlich ganz klar, dass wir aus der Kompaktheit nach vorne ein Angriffspressing übergehen, so ein bisschen so eine Mischung spielen aus Angriffspressing und dann wieder ein Abwehrpressing. Und dieser Übergang hat noch nicht so ganz geklappt. Wir wollten immer haben den spielerischen Ansatz immer wieder gewählt, aber trotzdem dann im letzten Drittel auch zu ungenau gewesen. Und ja, aber ich meine, es war jetzt das zweite Testspiel oder eigentlich das erste richtige Testspiel. Und deshalb bin ich da trotzdem zufrieden. 4:3 oder einmal 1:1, einmal 3:2 verloren. Ich glaube, das vom Ergebnis her ist echt okay. Nächsten Dienstag wartet dann schon der nächste Gegner von einem ähnlichen Kaliber. Ist es eine gute Phase für euch, um wirklich mal Erkenntnisse zu gewinnen? Es ist eine super Phase. Wir brauchen das auch. Ein oder andere Spieler merkt auch, dass es sich hier schon ein bisschen schwerer tut, im 1-gegen-1 da mal vorbeizukommen. Das ist genau das, was uns auch in der dritten Liga erwartet, diese Härte. Und deshalb finde ich diese Tests super und da müssen wir drauf aufbauen. Sebastian Rofzer, es sind für dich die ersten Tage jetzt bei den Preußen. Du hattest noch wohlverdienten, verlängerten Urlaub seit Montag bis zum Training. Heute das erste Testspiel. Wie war es für dich? Ja, war gut. Etwas anstrengend, weil ich erst 2 Einheiten mitgemacht habe. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit den Jungs. Haben uns auch gut verkauft heute. Haben das auch umgesetzt, was der Trainer sozusagen vorgegeben hat. Ja, und im Großen und Ganzen war es ein gutes Spiel. Gerade die zweite Halbzeit am Ende in 1:1 gegen einen starken Zweitligisten, da kann man sagen, da hat man nicht viel falsch gemacht. Nee, auf jeden Fall. Wir haben gut die Ordnung gehalten. Klar hatten die ein bisschen mehr Ballbesitz. War aber auch ein bisschen klar, dass wenn du gegen so einen guten Gegner spielst, wie gesagt, wir haben aber uns trotzdem gut verkauft, haben vorne auch gut gepresst, das was sie auch machen wollten, haben dadurch auch das Tor erzwungen. Also ich denke, dass der Trainer auch, glaube ich, zufrieden ist. Und jetzt müssen wir einfach weitermachen. Für dich sind es die ersten Tage und Stunden in Münster. Wie fühlst du dich aufgenommen? Super, ja, die Mannschaft ist top, wurde gut aufgenommen, hat gleich vom ersten Tag Spaß gemacht, habe mich wohl gefühlt. Klar, die Abläufe fehlen noch so ein bisschen bei mir, weil alles so ein bisschen neu ist, aber da werde ich mich, glaube ich, schnell dran gewöhnen.